Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und heute wird es ein Schmink- und Laber-Video geben. Ja, ich lasse irgendwie nach. Wir haben schon Mittwoch. Ich habe nichts hochgeladen. Bisher kein Schmink- und Laber-Video am Wochenende, kein Mukbang am Wochenende, nichts am Wochenende irgendwie. Keine Ahnung, was da mit mir los ist. Ich lasse, glaube ich, ein bisschen nach. Naja, heute habe ich Bock gehabt. Heute machen wir ein Schmink- und Laber-Video. Ihr habt euch das auch auf Instagram gewünscht, dass ich sowas wieder mache. Deswegen machen wir. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich bin momentan irgendwie voll hippelig. Oh, meine Creme ist bald zu Ende, endlich. Ich bin momentan irgendwie voll hippelig und so. Ich habe ja, habe ich euch schon vor einem Monat oder sowas erzählt, dass ich eine Kamera bestellt hatte. Und die ist dann jetzt mal irgendwann letzte Woche hier eingetrudelt, Leute. Weil das ja irgendwie verzögerte Lieferzeiten, bla bla bla, Corona-mäßig immer noch ziemlich kacke ist und die kam irgendwie 3 Wochen zu spät, aber okay, gut. War genau dasselbe mit Pascal seinen Schuhen. Ich habe nur Nike-Schuhe bestellt. Da musste ich auch irgendwie 2,5 Wochen drauf warten. Naja, ist ja auch egal. Die Kamera kam an, ich habe sie getestet, ich habe sie angemacht. Das war diese Sony-Kamera. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. ZV-1, irgendwie sowas. Kostet auch stolze 799 Euro. 799, ja, 799. Gut, ich habe die dann angemacht, aufgeladen, getestet und sowas. Und ich muss wirklich sagen, nee. Nee, ich habe die jetzt wieder zurückgeschickt, einfach aus dem Grund, weil ich halt einfach nichts Gutes in dieser Kamera gesehen habe, weswegen ich nicht auch mein normales Handy benutzen könnte. Also diese Kamera kann gefühlt alles, was auch mein Handy kann. Also vor allem, was auch das iPhone 13 kann. Vor allem den Hintergrund unscharf machen, diesen Kinomodus, den das iPhone 13 hat. So. Ja, und vor allem, die macht so komische Geräusche, wenn die ranzoomt. Und das fand ich überhaupt nicht toll. Also das war wirklich nicht meine Welt. Da habe ich gedacht, nee, komm, das möchte ich nicht haben. Mich regt ja schon dieses Klappern auf beim Handy, wenn man halt gegen das Mikro kommt. Naja, aber das kann man nicht vermeiden. Das ist halt so, ne? Oh, irgendwie läuft halt meine Nase. Und irgendwie fand ich die Kamera noch blöder. Und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, nee, ich brauche das nicht. Ich brauche die Kamera nicht. Ich möchte gerne weiter mit meinem Handy filmen, das ist für mich praktischer, für mich einfacher. Nur jetzt für zu Hause irgendwie eine Kamera haben, sehe ich nicht ein. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch die von meinen Eltern nehmen. Wir ziehen da ja sowieso bald hin. Und die haben auch eine recht gute, aber die machen auch wirklich Fotos damit. Das ist halt eine Kamera, womit man Film und Fotos machen kann. Und das eine von Canon heißt das, glaube ich. Und die ist auch wirklich sehr gut. Und ich habe mir jetzt gedacht, nee, das sparst du dir, ne? Da wartest du lieber, bis das iPhone 13 kommt. Und dann kannst du halt damit filmen, weil. Auf das iPhone 13, ich habe mein iPhone 13, ich möchte jetzt nicht lügen, Leute, ich habe mein iPhone 13 bei Otto bestellt, nicht bei MediaMarkt, nicht bei Saturn. Bei Saturn habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht, weswegen ich gesagt habe, ich kaufe dann nie wieder was. Wäre ich jetzt in Cuxhaven, wäre ich zu Expert gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr Expert kennt, aber in Norddeutschland, also da, wo ich herkomme, gab es halt nur Expert. Da gab es kein MediaMarkt, keinen Saturn, da gab es nur Expert. Being Expert heißt das Ganze. Dann wäre ich dorthin gegangen, weil die finde ich ganz cool. So, ich wollte aber nicht bei Mediamarkt bestellen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da ist es mit den Zahlungsmöglichkeiten halt immer ein bisschen kritisch. Man muss halt erst zahlen. Es gibt halt auf Rechnung und was weiß ich nicht was. Irgendwie alles kompliziert bei Mediamarkt. Und da muss man halt, um es einfach zu haben, erst bezahlen. Dann bekommt man das Handy und dann kann man das wieder zurückschicken und kriegt sein Geld wieder zurück. Und davon halte ich irgendwie nichts. Ich bin mehr so eine Person, ich bestelle immer auf Rechnung, immer. Damit ich halt mein Geld habe. Falls mir das Produkt nicht gefällt, schicke ich es einfach wieder zurück und dann habe ich mein Geld trotzdem noch. So wisst ihr, was ich meine, dann muss ich nicht ewig und 3 Tage drauf warten. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das dann bei Otto bestellt gehabt und das dauert. Da steht Lieferung Ende März. Da steht aber auch drauf, dass die Auslieferung je nach Verfügbarkeit abläuft. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel nächste Woche irgendwann mal ein iPhone 13 ankommt in Weiß, Starlight oder sowas heißt das. Dann kann es wohl möglich sein, dass ich mein Handy schon übernächste Woche in den Händen halte. Das ist aber wirklich abwarten. Ich habe jetzt mal bei MediaMarkt geguckt, da steht Lieferung Dezember. Ja, mal schauen. Dann, wenn es ankommt, kommt es an. Und wenn es erst Ende Dezember ankommt, Anfang Januar. Ich weiß, dass die gerade irgendwie Lieferschwierigkeiten haben wegen irgend so einem Chip, wegen der Produktion. Apple wollte 90 Millionen Handys irgendwie ausliefern und haben jetzt schon die Produktion auf 10 Millionen runtergeschraubt. Dementsprechend gibt es jetzt gerade wohl dann in Deutschland Engpässe mit dem Handy. Ja, weiß ich nicht. Ich warte einfach ab. Bis dahin wird mein Handy auch noch sein Bestes tun. Ich kriege Halsschmerzen, Leute. Ich kann irgendwie nicht vernünftig reden. Ja.
ich habe hier noch irgendwie alles rot, irgendwie ausschlagmäßig noch. Ich habe nämlich gestern ganz spontan eine Morgenroutine gedreht, weil ich einfach Bock hatte. Ist nichts Besonderes, meine Morgenroutine ist stinklangweilig und ich sehe aus wie ein toter Mensch morgens. Aber ich hatte einfach Lust. Ihr werdet das ja dann sehen. Und ich habe dann auch Lust gehabt, diese Yuti-Augenpads zu nehmen. Ihr werdet das in dieser Morgenroutine sehen. Leute, ich weiß nicht, was da passiert ist, was mit diesem Scheiß nicht stimmte. Aber ich habe da irgendwie so ein Brennen gehabt, als ich die drauf hatte. Ich musste die, ungelogen, nicht mal 5 Minuten später abmachen. Ich musste die abmachen. Und immer noch ist alles hier vorne rot. Also fand ich nicht witzig. Es hat danach auch noch gejuckt und gebrannt. Und ja, weiß ich nicht. Aber ich werde mir nie wieder irgendwas von Yuti kaufen. Ich kann es nicht ab. Das, was ich jetzt noch von Yuti habe, werde ich verschenken. I'm sorry, aber es klappt wohl nicht. Nicht so, wie ich es möchte. Pascal ist heute zu Hause. Der hat heute frei. Wir fahren auch gleich zu T-Docs. Und ich werde da wahrscheinlich ein kleines bisschen filmen. Je nachdem, was ich da finde, werde ich auch ein bisschen was kaufen. Ja, ich hatte irgendwie voll Lust, wieder zu T-Docs zu fahren. Ich mag T-Docs eigentlich sehr gerne. Bei Poco ist du Standard. Irgendwie gibt es bei Poco nie irgendwas Neues. Und dekomäßig auch total langweilig. Nie irgendwas wirklich Weihnachtliches oder sowas. Und T-Docs hat einfach diese riesen Tische immer aufgebaut. Mit diesen kilometerlangen ja, Tischen mit Weihnachtsdeko und so weiter drauf. Finde ich immer ganz schön. Und da kann man auch wirklich bummeln. Da habe ich auch unter anderem vor 2 Jahren, glaube ich, die Dinger hier geholt. Die haben, glaube ich, 4 oder 5 Euro gekostet. Und ich finde die ganz hübsch. Ich habe die irgendwie das ganze Jahr schon hier stehen. Unter der Gardine sieht aber niemand. Ja, mal gucken. Vielleicht haben die ja wirklich irgendwas Spannendes für mich. Ansonsten, Leute, bin ich irgendwie gerade voll auf dem TikTok-Trip. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich bin auf dem TikTok-Trip. Ich habe irgendwie momentan so Spaß, TikTok-Videos zu drehen. Ich bin allgemein momentan... Oh, das war jetzt nicht schlau von mir. Irgendwie momentan allgemein viel am Filmen. Habe ich einfach Lust zu. Mir gehen zwar so allmählich auf YouTube die Ideen aus. Ihr habt zwar super viele Ideen, zum Beispiel wie ein Halloween-Look schminken. Leute, ich habe es versucht. Ich habe mich hier zu Hause hingesetzt und habe versucht, irgendwie vergeblich einen blöden Halloween-Look zu schminken. Hat es funktioniert? Nee, hat es nicht. Ich sah aus danach, ihr wollt gar nicht wissen, wie ich danach aussah. Das ist voll schwer. Man muss gerade zeichnen, man muss irgendwie was Kreatives machen, irgendwas, was richtig gut aussieht und was schrecklich aussieht, auf Deutsch gesagt eher. Geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe mir so viele Sachen rausgesucht und irgendwie bin ich dafür wohl nicht kreativ genug. Genau wie ich heute zum Schminken nicht kreativ genug bin. Geht hier ab, ey. Was ist das? Also, wenn ihr Ideen habt, was ihr auf meinem Kanal sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Außer es ist jetzt, mach einen Halloween-Look. Meine Schminksammlung habe ich schon irgendwas zu gesagt. Also habe ich schon gesagt, dass ich das erstmal nicht machen möchte. Ja. Ansonsten wollt ihr immer Live-Holz sehen. Geht euch das nicht langsam auf den Senkel mit diesen Live-Holz? Klar, ich mache das total gerne. Ich gehe dann auch immer gern shoppen und ich finde dann auch immer sehr viel. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie sieht das nicht gleich aus. Immer wenn ich Umfragen mache, Live-Holz, DM-Live-Holz, Kick-Live-Holz, Teddy-Live-Holz. Kommt heute übrigens einer, Teddy-Live-Holz. Ich denke mir da manchmal immer so, Leute, dass euch das nicht auf den Senkel geht, diese ganzen Live-Holz. Ich gucke das irgendwie super gerne, aber ich kann es verstehen. Ich habe es in meiner Jugend oder allgemein, ich gucke immer noch sehr gerne Live-Holz. Also ich feiere das auch immer und das geht mir auch nie auf den Senkel. Gut, mir geht es auch nie auf den Senkel, shoppen zu gehen. Ich möchte demnächst auch nochmal zu Primark fahren. Ich war da schon ewig und 3 Tage nicht mehr. Und ich mag Primark so gerne. Jetzt sagen wieder einige, die Sachen werden ganz blöd produziert und Kinder stellen das her oder was auch immer nicht, was es da alles zu labern gibt. Leute, H&M, C&A, die sind doch alle nicht besser. Was soll ich jetzt machen? Deutschland ist so teuer geworden, also sorry, wenn man sich die Benzinpreise anguckt, man hat bald kein Geld mehr in der Tasche, also wenn ich das auf TikTok sehe, wie manche TikToks machen, ihr Normalverdiener regt euch auch nur über Benzinpreise auf. Verdient doch einfach mehr Geld, ja Mädel, sagst du so einfach, ihr Geringverdiener. Nur weil du dein Geld in den Arsch geschoben bekommst, Geringverdiener, Alter, ja klar. Wird alles halt teurer. Das Leben in Deutschland wird einfach teuer und bald kann man sich gar nichts mehr leisten. Und ich scheiße nun mal auch kein Geld und muss auch halt gucken, wie ich was hole, mir einkaufen gehe. Und ich bin halt einfach kein Mensch,
der sich Markenklamotten kauft en masse. Ich brauche kein Nike-Pullover, ich brauche kein Adidas-Pullover, ich brauche keine Marke Schuhe oder sowas. Meine liebsten Schuhe sind von Deichmann im Sommer. Diese ganz normalen, die aussehen wie diese Converse-Schuhe. Heißen die so? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Die sind super cool, kosten nur 9,99 € bei Deichmann. Ich liebe die und kaufe die jedes Jahr. Ich mag die einfach. So, und ich brauche keine Markenklamotten oder sowas. Für mich reicht Kick, für mich reicht reichen andere Läden, für mich reicht New Yorker, für mich reicht alles. So, vor allem Kick. Ich liebe Kick-Klamotten. Die halten bei mir immer so lange. Ich gehe da total gerne einkaufen. Ich brauche keine Markensachen. Das ist nicht meine Welt. Einfach nicht meine Welt. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt, nö. Reicht auch ein Shein-Pullover für 10 Euro. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, ihr solltet mich da auch schon kennen, wie meine Meinung dazu ist. Irgendwie ist das Auge dunkler als das andere. Es ist halt einfach nur mal die Wahrheit, ne? So. Wäre mir auch viel zu schade, irgendwie mein ganzes Geld für Markenklamotten aus dem Fenster zu schmeißen. So, ich gebe mein Geld total gerne für euch aus. Ich mache super gerne Verlosungen. Alles kein Thema, ne? Aber wenn es mal um mich geht, dann irgendwie nö. Brauche ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe auch schon ganz oft gelesen, jetzt mittlerweile auf TikTok, ich bin da irgendwie jeden Abend unterwegs, dass so viele Influencer oder halt Leute, die man kennt, Verlosungen machen mit 20.000 iPhones, MacBook, dies, das, Samsung, bla, blub und sowas. Und dann nennen die Gewinner und dann sagen die, jo, wir schicken die Gewinner, also wir schicken die Preise halt zu den Gewinnern. Und dann kommt halt einfach nichts an. So oft sehe ich das, ja, ratet mal, wem ich gewonnen habe und schon seit 3 Monaten auf mein Paket warte. Finde ich halt richtig abzocke und traurig. So, wenn ich irgendwas abschicke, wenn ich sage, der und der hat gewonnen, dann mache ich das auch. Aber Leute, ich mache auch nur das, was ich kann. Wenn ich sage, ich habe nur diesen Monat 25 Euro, um eine Verlosung zu machen, ich bin ehrlich zu euch, dann habe ich nur diese 25 Euro, um eine Verlosung zu machen. So, manchmal nenne ich auch 2, dann gucke ich halt, okay, es gehen dann doch 2, dann gibt es 2, dann überrasche ich euch, aber ich mache halt immer nur das, was möglich ist. So, und manche Leute machen das halt mit Absicht, kaufen leere iPhone-Kartons oder sammeln die und keine Ahnung was. Und dann sagen die hier nach dem Motto, guck mal, es gibt eine Verlosung und dann gibt es aber halt nie einen Gewinner. So, die schicken solche Sachen nicht ab. Ich habe zum Beispiel jetzt auf Instagram Sachen aus den Erna Adventskalender, Erna Bio Adventskalender und DM Bio Adventskalender verschenkt. Ich habe das halt alles in der Küche in meinem Körbchen gehabt und vieles davon mochte ich einfach nicht. Es ist nicht meins gewesen, weiß ich nicht. Ich hätte es da wahrscheinlich vergammeln lassen und irgendwann dann weggeschmissen. Habe ich gedacht, jo, nee, weißt du was, Lena? Du fragst mir deine Follower. Vielleicht möchte ja irgendjemand irgendwas davon haben. Vielleicht mag ja irgendjemand Kürbiskerne mit dieser Würzung oder halt Pudding oder Lebensmittelfarbe, die da drin war. Vielleicht hat da jemand Interesse dran. Und dann habe ich das Ganze an 2 sehr tolle Mädels weitergegeben. Die haben sich bei mir gemeldet ganz schnell. Es haben sich eigentlich super viele gemeldet, aber manche musste ich enttäuschen. Ja, das habe ich dann jetzt am Freitag weggeschickt gehabt. Und das sollte eigentlich diese Woche, hoffentlich spätestens nächste Woche Montag, bei denen eintrudeln. Ja, heute mal ein bisschen gewagteres. Ich habe keinen Eyeliner oder sowas, aber. Also ich habe schon Eyeliner, aber ich habe keinen Bock, einen Eyeliner zu ziehen. Oh, wie ich mich freue, Leute. Jeden Tag könnte ich darüber reden, wie ich mich freue, umzuziehen. Ich freue mich. Der einzige Nachteil hier ist tatsächlich nur mit der Hundehaltung. Und in Niedersachsen muss man halt für jeden Hund einen Sachkundenachweis machen. Plus einen Wesenstest. Da wird halt einfach geguckt, okay, wie verhält sich der Hund in der Öffentlichkeit. Das heißt, da werden so Tests gemacht. Zum Beispiel ein Jogger läuft vorbei, will da hinterher bellen oder hinterher laufen. Halt verschiedene Situationen passieren dann dort. Ja. Ich bin schon ganz gespannt. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze läuft, wie das alles klappt. Wir wollen ja auch zu meinen Eltern ziehen, um ein bisschen zu sparen, auf Deutsch gesagt. Vielleicht bleiben wir da auch ein bisschen länger wohnen. Halt einfach, um halt Geld zu sparen, weil wir möchten gerne ein Haus bauen. Meine Schwester hat sich zum Beispiel jetzt gerade ein Haus gekauft. Ich bin nicht so Team Haus kaufen, es sei denn, es ist jetzt ein neues Haus, was erst vor kurzem gebaut wurde und vielleicht, wo nur einer drin gewohnt hat. Gibt es ja auch ganz oft, dann wäre das auch okay. Aber ansonsten möchte ich mir gerne mein Eigenheim selber gestalten, so wie ich es gerne haben möchte.
Ja, und deswegen sind Pascal und ich auf jeden Fall Team Bauen. Und ich bin hier auch schon fast fertig. Ja, da braucht man aber auf jeden Fall auch Eigenkapital zu. Und da sind wir auch die ganze Zeit schon am Sparen. Klar, Kredit ist schön und fein. Und wenn man halt, wenn man genug verdient, sehe ich auch keinen Grund, warum jetzt die Bank, außer beim negativen Schufa-Eintrag, einem nicht in Kredit geben würde. Da gibt es so viele Banken, die einem einen Kredit geben würden. Ja, aber man sollte schon der Bank zeigen können, dass man sparen kann. Schaut mal, meine Eltern haben sich ganz spät ein Haus gekauft. Meine Eltern waren schon über 40, fast schon Ende 40 und haben dann entschieden, dann doch ein Haus zu kaufen, weil die halt nicht mehr in der Wohnung leben wollten. Da gab es verschiedene Gründe für. Und die haben es dann doch ein Haus gekauft. Und selbst in dem Alter wollte die Bank dann halt sehen, so, man ist eigentlich mehr als erwachsen. Und die Bank hat gesagt, ja, können Sie denn sparen? Ne? Weil nur weil man sich einen Kredit nimmt, heißt das nicht, hier, man kriegt den Kredit und man zahlt monatlich ab. Nö, nö. Die Bank möchte auch sehen, dass man halt vorzeitig der Bank auch ein bisschen was zurückgibt. Das heißt, dass man vielleicht Ende des Jahres zur Bank geht und sagt, hey, ich habe 1000 Euro gespart, die kann ich euch jetzt auch noch geben. Sowas sieht halt eine Bank gerne und ja, die fragen halt auch immer nach, haben sie ein Eigenkapital? Ja, nein. Und wenn man halt ein Eigenkapital hat, dann ist das doch schon ein kleines bisschen schöner. Ich kenne zum Beispiel jemanden, den ich sehr gut kenne, der hat mit, keine Ahnung, mit 20 Jahren oder 21 war der hat sich ein Haus gekauft, hat die oberste Partei halt vermietet. Und der hat auch kein Eigenkapital gehabt, null. Der hat nur halt das, was er verdient hat. Der ist ein Jahr nach der Ausbildung gewesen. Hat er von der Bank halt einen Kredit bekommen und kein Eigenkapital, gar nichts. Die Bank hat ihm einen Kredit gegeben. Ja. Gibt halt so und so Leute. Es kommt auch, glaube ich, immer auf die Person an. Wenn der Banktyp dich nicht leiden kann, dann kriegst du auch keinen Kredit. Also, ja. Also schon kompliziert, aber wenn man möchte, kriegt man alles. So Leute, ich bin fertig geschminkt, ich gehe jetzt das Essen machen. Ich hoffe, euch hat dieses Schmink- und Laber-Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und Leute, noch eine kleine Frage. Hättet ihr mal Bock, dass ich mit Pascal noch ein Video mache, wo ich halt auf Russisch ein Wort sage und Pascal muss halt erraten, was das heißt? Zum Beispiel, ich sage irgendein russisches Wort, zum Beispiel Privet. Und er muss dann halt erraten, was Privet heißt. Also, es würde dann Hallo heißen, aber wisst ihr, was ich meine? Das habe ich auch früher mal sehr gerne geguckt. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.